Da, Mario. Wo bist du? Hässlich willkommen. Hässlich? In the TTT. Oh. Hässlich! Oh, die Dicken, was? Warte mal. Gut, das war das Ende. Warte. Ach, doch, warte. Ich dachte, du wärst gerade runtergeflogen. Nein, geht so, danke, aber. Tobi, du bist so gut zu mir. Hallo. Viraxo, was ist das? Schieß mal nach oben, schieß in die Luft. Besser? Ja, besser. Siehst du? Ich habe nämlich immer noch nichts Vernünftiges gefunden. Und hier ist es so schön, ich würde gerne hier wohnen, ganz ehrlich. Ich bin hier am Strand, die Sonne scheint. Du liegst schon wieder rum. Ach so. Kann man die hier... Coco, sag mal nochmal, wo du bist. Ja, ich bin am Strand. Ich habe auch den festgesteckt. Ich könnte dich rausschieben, aber... Nein. Ich hab's endlich mal rausgenommen. Ich bin am Strand. Ist doch toll. Er hat eine Spur. Kannst du nicht sagen, weil ich am Strand bin? Wir haben doch aber jetzt beschlossen... Nein, ist er nicht. Könnt ihr mich hören? Ja. Ihr seid jetzt in Funk ja, in Progress. Also, du bist auch schon in der Aufnahme. Das sieht irgendwie aus wie Holland. Und Anchiluka ist auch hier. Anchiluka, hab ich nicht. Anchiluka. Das ist schön, dass ihr jetzt alle nicht zugehört habt. Oh Gott. Nee, ich hab's gerade nicht zugehört. Ihr seid jetzt live. Will ich euch nochmal wiederholen. Ihr seid alles jetzt klar. Mittendrin, statt nur dabei. Okay. Deswegen dürfen wir nicht lachen. Ja, geil. Sehr schön. Bei mir übrigens wie auch. Wie funktioniert das hier mit dem Makro? Luca läuft hinter mir her. Ja, ich suche immer noch Huku. Ja, ich schieße gerade auf Löwen. Ich hab's gesehen. Nee, hab ich nicht gesehen, aber. Ich hab's auch getroffen. Also, ihr kennt das Spiel schon ein bisschen länger. Nee. Für alle, die jetzt gerade hier zuschauen und das Spiel noch gar nicht kennen, ihr könnt ja mal kurz was dazu erklären, was das hier eigentlich ist. Wer möchten von euch da die Stimme mal kurz übernehmen? Luca, bitte. Also, okay, einstimmig. Was sollte ich nochmal sagen? Meine Führerin! Was machen wir überhaupt, Frau Lehrerin? Ins Verderben. diese Frage kam jetzt total überrascht, weil ich gerade sagen wollte, ey Tobi, wieso hast du nichts gesagt, dass der Quinz tot umliegt, weil er neben die Leiche geht und beide sind unschuldig, die Schweine. Ich würde es ja gerne erklären, aber ich bin tot. Also du bist tot? Nee, dann erklär ruhig. Warte mal kurz, ich muss die Nuka noch mal ein bisschen lauter stellen. Die ist nämlich ein bisschen... Heute ist alles anders als sonst. Was? Nuka ist heute leise? Ist alles anders. Ja, die ist heute irgendwie... Also im Vergleich zu euch, ich musste euch schon alle ein bisschen leiser machen, weil ihr so laut seid, so... Ihr seid alle so männlich. Und so laut. Was soll ich sagen? Also, ich bin jetzt wir auch... spielen hier Trouble in Terrorist Town. Ja. So, wenn's losgeht, geht los, ne? Ja, es geht schon los. Alles klar, also wir spielen hier Trouble in Terrorist Town. Das heißt hier, ich kann jetzt schon wir sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Davon sind zwei, oder? Okay. Die Traitor und die anderen sind die Unschuldigen. Ich glaube, Roku ist eine Böse. Er guckt mich schon so böse an. Und die Traitor sind in der Lage oder in der guten Verfassung, die Unschuldigen zu jagen. Die Spielregeln in diesem Spiel sind wie folgt. Wer verstorben ist oder verblichen, hat hier nichts mehr zu melden in diesem Spiel, bis er wieder dran ist. Das Schöne ist, der macht ja bei mir gar nichts. Ich spiele hier auf verschiedenen Maps. Ja. Jetzt bin ich tot. Toll. Und in dem Falle haben die Traitor gewonnen. Jawohl! Quinze, das hast du sehr schön erzählt. Schönes Teamwork. Ja, weil das auch gar nicht so einfach ist. Weil alles haben schwarz. Wir sehr gut gemacht. Ja, Nuka hat euch geholfen. Fängt ihr auf einmal an. Also über diese Aufnahme werde ich selber noch lachen, wenn ich die deswegen sehe. Deswegen konnte ich das Spiel gerade nicht erklären, weil ich total perplex war. Perplex? Ach, Leute. Sinn des Spiels. Wir sind aktuell 8 Leute. Es geht schon wieder los. Nee, 7. 7 Leute auf einer Map. Nach der Preparing-Zeit, wie man unten links sehen kann, werden Rollen verteilt. Zweimal gibt es den Traitor und fünfmal gibt es den Innocent. Wenn man Innocent ist, hat man einfach nur die Aufgabe herauszufinden, wer der Traitor ist und die dann zu beseitigen. Und die Traitor müssen einfach die Innocenten abknallen. Regel des Spiels ist, dass man keine Verdachtskills macht. Das heißt, man braucht schon irgendwie einen Anhaltspunkt, einen Beweis, wer Traitor, wer Innocent ist.
Ansonsten jemand einfach so wegschießen ist nicht erlaubt. Und wenn man tot ist, hat man zu schweigen und darf nicht verraten, von wem er getötet worden ist. Denn wir haben extra eingestellt, dass wenn jemand gestorben ist, links in der Mitte auf dem Bildschirm erscheint, wer einen getötet hat und welche Rolle dieser hatte. Ja, ich sag nur, niemand war Klugscheißer. Und im Grunde genommen war es das. Der Traitor, der hat noch eine, der hat noch die Möglichkeit, in den Traitor-Shop reinzugehen. Wenn der anders eben das wird, dann muss er einfach nur die drücken und dann erscheint der Traitor-Shop und da kann er für Credits, die er durch die Tötung der Innocenten erhält, am Anfang hat er schon zwei, kann er sich Items, besondere Waffen kaufen. Okay. Ach, schön, dass er das jetzt erzählt. Vorhin hat er das noch gerade erzählt. Ja, vorhin hat er jetzt auch keinen Spaß gemacht, wenn es gewusst hätte. Ich war ja nicht gefragt. Du hast einen Leuchtturm. Genau. Sind Fette verboten. Hier hat jemand geschossen, hier hat jemand geschossen, hier hat jemand geschossen. Nicht gefragt, okay. Wo bist du? Wo ist denn hier? Oh, ja, wo ist denn hier? Genau. Hier in der Nähe vom Leuchtturm. Okay, Leuchtturm. Nein. Okay. So, erstmal Mahlzeit Justin und Mahlzeit Eric. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute eine ganz illustre, große Runde. Ich hoffe nochmal, du kannst dann mittendrin mal mit noch zuhören. Ne? Das ist doch manchmal ganz schön wüst, was hier abläuft. Was wüst da? Ich geh mal den Turm hoch. Gehst mal den Turm? Scheiße. Und dann wird man sowieso alle Füße auf meinem Turm liegt eine Leiche. Identifizier sie. Das ist Quincy. Okay. Schon wieder? Ja, Entschuldigung. Wieso riecht es nach toten Eingeborenen? Ich hab's nicht getan. Na, warte. Nee, das ist ein Psycho. Wie werde ich sie los? Vinci kann sich nicht bewegen. Er kann sich nicht an die Regeln halten. Böse Quincy, ganz böse. Was? Oh. Okay, auf mich wurde geschossen. Oben auf dem Turm gibt's gerade Schießerei, wenn ich das sehe. Ja, das ist ja ärgerlich. Nein! Nein! Eric, 19 Punkte. Was? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Oh mein Gott! Doch, Eric, das hab ich mir gedacht. Oh mein Gott, ich bin vom Leuchtturm gefallen. Ich hab gar nichts gedacht. Scheiße, ich bin vom Leuchtturm gefallen. Das sein, dass wir jetzt punktetechnisch alle da sind. Ich bin gerade den Topf runtergefallen, als Psycho ein Leuchtturm runter ist. Ja, ich bin tatsächlich ein Leuchtturm runtergefallen, obwohl ich den Traitor anders eben getötet habe. Das war so bitter. Warte, noch schlimmer. Das ist eine ganz fiese Leichenschändung. Nein, mach das nicht. So eine Scheiße, ey. Bitte unterlass dies. Hallo, liebe Freunde, und da bin ich auch schon wieder am Leben. Schon wieder? Und also Eric nicht. So ja, die ist schon wieder da. Genau, die normalen Sounds sind alle noch da. Die neuen Sounds sind hier. Doch, die sind auch schon mit dabei, aber die Datenbank ist nicht die aktuelle. Also die Punkte sind nicht da vom letzten Mal. Das tut mir jetzt leid. Ja, ich würde ja gerne auf deinen Livestream gucken, aber ich bin irgendwie live dabei. Und ich kann leider nicht gucken und lesen gleichzeitig. Aber hey, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, falls Bio nochmal kommt. Oh ja, das wird lustig. Livestream. Ich hab den Feuerlöscher bestimmt gleich dabei. Ah, oh, Pizza Keller aus dem 361 Punkte, Wahnsinn. Oh, klar. So. Jetzt sind sie mit einmal alle so ruhig. Also ich glaube, Luca ist bestimmt böse. Die ist nicht hinten, das schätze ich auch. Wir fahren wieder Schüsse. Oh, da bin ich auch verletzt, Leute. Hier liegt ein Fahrrad. Tobi ist verletzt. Warum bist du verletzt? Das ist nur Rauch, das macht nichts. Warum bist du verletzt, Tobi? Ja, weil ich noch keinen gefunden habe, Rucko. Warum bist du verletzt? Ja, hier war nur Scheiße, da war nur so. Ah, TTT, er ist Tittentieftaucher. Sehr gut. Was? Oh, nicht schlecht. Luke hat eine Pistole in der Hand, du bist jetzt im roten Abrisshaus. Guck lieber mal bei Tobi, da ist verletzt. Schön, dass du sagst, wo ich bin. Ja, ich trau dir nicht so wirklich. Ich will, dass alle wissen, wo du bist. Toilettentieftaucher ist richtig geil. Ich hatte das mal als Nickname. Das habe ich so hart gefeiert. Ach, ich glaube, das ist Luca. Ja, ja.
Das hast du so hart gefeiert. Ich habe dann so ein Bild dazu gemacht, da war so ein Typ, der steckt in der Toilette fest und dann habe ich noch praktisch die Olympiade von Sotschi in Russland dran gemacht, als ob das wirklich so eine olympische Disziplin wäre. Hammergeil, hatte ich mal auf dem Profil, aber es lag nicht. Na, was guckst du denn so? Oh, er wurde gerade gemacht. Das ist Luca. Luca ist es. Alter, steck ich gerade fest. Ist Lukas doch schon wieder? Oh, nee. Also, Eric, nee, leider kann ich nicht nehmen, da ist auch schon mal ein Rechner drauf. Was ist los? Oh mein Gott, mit dem normalen Rechner. Oh mein Gott. Leider nicht. Ich glaube, anders eben ist auch gerade verstorben. Da ganz schnell wieder neue Punkte. Das geht ja ganz weg. Benzi, Luca ist es. Ja, und anders eben ist auch gerade draufgegangen. Cool, ich bin Leiche. Ich habe das in seinem Livestream gerade gesehen. Oh. Sind die Sounds, die Alerts so laut genug? Ich höre gar nichts. Ich auch nicht. Also lieber euch, ihr hört jetzt nicht. Also ich höre nichts. Aber ich sehe es. Ihm hört die. Ich glaube, die sind mega laut im Stream. Wie ragst du? Warum ziehst du auf mich? Geh weg. Ich guck nur. Achso, da machst du auf den Dude dran. Achso, ich glaube, da bist du jetzt gerade falsch. Meinst du jetzt bei Brille hast du das Freie auch noch dran? Das hat ja mit der Wendy zu tun. Alter, 780 Zuschauer. Alter. Geil, also. 780 Zuschauer. Schlecht. Zuschauer, okay, ja. Okay, ja, okay, alles gut. Ich mach's mal leiser. Das sah mir nämlich nicht so aus, ob es ein bisschen arg laut ist. Luca. So. Aber es ist lustig, wenn man das nebenbei sehen kann. Das ist cool. Was lass das? Was lass das? Für dich, du kannst natürlich gerne was in den Chat reinschreiben. Einfach mal da kriegst du Punkte. Das ist ein ganz lustiger Chatbot, den ich da am Stopp habe. Ja, da schreibst du rein, hallo, ich bin die Luca. Oh, das ist gemein. Das war jetzt richtig fies, ja. Ich mache immer Werbung hier von wegen, guckt auf die Kanäle von anderen hin, weißt du? Ja, das werde ich jetzt machen. So, warte mal. Nein, ist nur Spaß. Nein, ist natürlich nur Spaß. Oh. Also was bis 3 Uhr. Naja, aber wie gesagt, die Uhrzeit selber, Eric, hat ja mit den Punkten nichts zu tun. Oh, da kam gerade ein Sound. War der zu leise oder war der jetzt? Ich glaube, da war schon fast zu leise. Das hat ja mit der Uhrzeit nichts zu tun. Das ist ja Chatnachrichten abhängig. Oh. Hä? Bin da oben los. Oh Gott. Okay. Oh, okay. Hey, Quincy, dankeschön. Ja, ich habe Luca gekillt und sie war Traitor. Voll out of place, das Spongebob. Bleibt noch ein bisschen Person, okay. Oh, was ist hier wieder los? Und einmal bitte Ausrufezeichen Points eingeben, das ist auch mega, mega geil. Okay, Virax hat mich gerade angegriffen. Quincy, was ist denn das eigentlich für eine Slow-Mo-Action dann jedes Mal? Wie kriegt man die? Ja. Das ist eine Waffe. Eine Traitor-Waffe. Ich komme hier gerade, genau, ich habe mich hier gerade, ich darf gar nichts sagen, ich habe mich hier festgeklemmt eben. Du bist verklemmt? Ja, dankeschön. Derjenige, der mit der Waffe getroffen wird, fliegt in die Luft und explodiert irgendwie und die anderen machen aber diese Slow Motion mit, weil es über die ganze Map geht. Aber nur aus Solidarität, ne? Genau. Die fliegen ja nicht in die Luft, die machen nur die Zeitlupe mit. Ach so, ich dachte, wir machen das alle immer aus Solidarität mit. Wer ist denn jetzt eigentlich noch alles am Leben? Na du, nicht. Na Thorsten, wo bist du? Hm? Na komm raus aus deinem Loch. Ich habe dich doch eben sprühen hören. Die Raxolein, du kleiner Bösling. Nein! Das ist ein alter Bösling, du. Ich werde ihn schlachten am Sonntag. Das kannst du glauben, Alter. Ja. Uku, hilfst mir dabei? Nein, er darf ja nichts sagen. Na, Eric, mit dem Disco, das wird jetzt nichts. Das wird jetzt nichts. Was ist denn das kleine Viraxolein? Viraxo? Ja. Sag mal, Dings hier. Du weißt schon das Wort mit P. Penis? Piep! Au! Ich bin getroffen! Oh, ich bin verwundet! Das hat so weh getan. Diese Schmerzen. Oh, diese Schmerzen. Unerträglichen. Wo ist denn der kleine Virax? So. Da war er. Lacht ihr seid tot, fertig.
Au. Oh mein Gott. Ich werde dich schlachten am Sonntag. Ich schmeiß dich in die Muschelklaus. Oh Mann. Aber Pizza Gamer, wenn du das Spiel hast, kannst du natürlich auch gerne eine Runde mitspielen. Kämpfer. Das ist schon wieder fast zu laut jetzt. Was? Schade. Das kann da wohl nicht warten. Mirax, du bist auch so ein Wort mit P. Ist aber lustig. Aber ist aber lustig verzögert im Stream. Der beleidigt mich wieder. Wer? Der war böse. Vielleicht würdet ihr dazu sagen, dass ihr schon wieder Sonntag bei Forest seid. Von wegen auf dem Grill liegen und so. Nein, schlachten, habe ich gesagt. Forest. Sagt der, der immer durchs Lagerfeuer rennt und dann rennt er gegen Klar. Ja, aber das ist so geil. Der rennt immer ins Lagerfeuer rein. Aber spiele ich bloß eure mobile Beleuchtung, eure biologische Beleuchtung. Fragt er sich dann auch, warum er brennt? Natürlich. Warte mal, warum ist das? Ich wollte das doch gar nicht. Haben wir schon wieder 20 Minuten rum? Nein, 16. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt die Waffe hin? Irgendwann hat die Waffe hin. Möchte ich auch manchmal. Das sind auch so meine Fragen, die ich mir in diesem Spiel immer ständig stelle. Ach. Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Na, in der Hose. Und warum bin ich traurig? Aber Nuka! Aber Nuka! Warum hast du so große Augen? Ich hab den Feuerlöscher schon wieder dabei. Psycho, du siehst irre aus mit deiner Brechstange in der Hand. Ja, ich bin auch irre. Irgendwie Psycho. Warte mal. Soll ich mal Werbung für meinen Kanal machen? Ja, mach ruhig. Mein Kanal hier, Scheiß Nuka, geht da drauf. Bang, bang, bam. Bam, bam, bam. Kurz und bündig. Oh, hier, der Huku ist schon wieder da, das liegt hier am Boot rum. Ich glaube, der ist böse. Huku, zeig mal. Du wärst hier schon lange längst tot, wenn ich böse wäre. Okay. Also ja, Huku, Nuku weiß ich, dass der nie böse ist. Der Nuku, der gute alte Nuku. Ich glaube aber, da weiß ich jetzt auch, wo meine Waffe hin ist. Huku, ich sehe nicht. Gute alte Nuku. Ich habe mir eben das Bein gebrochen. Also der Witz an der ganzen Sache ist, ich kann mehr Werbung für andere machen, hat mehr Erfolg, als wenn ich Werbung für mich selber mache. Jo. Ja. Oh, wer ist das? Zeig. Geh weg! Lass mich durch! Ja, lass mich weg! Also wie gesagt, am Boot, ne? Am Boot aufpassen. Ja. Ich habe versucht, ja, sexy zu kommen. Jetzt alle zum Boot. Hilfe. Am Boot, Sollen aufpassen. Sollen wir jetzt alle zum Boot? Ja. Nein, das geht. Geh weg. Nee. Von wegen. Nee, ganz normal nur Luca. Am besten schreibt mal einer in den Chat rein. Hat jetzt gerade einer von euch, der Trader ist, die Möglichkeit, da was im Chat reinzuschreiben? Ja, warte mal. Warte, ich schreib mal was rein. Das Ding, der ist gut. Luca steht für die Stadt gerade. Warum bist du verletzt? Was ist da los? Ich bin verwundet, du kannst mir helfen. Ja, warum bist du verwundet? Was hast du getan? Ach, Anna, Tobi! Anna, Tobi! Ich einfach auf meinen Namen gucken? Du siehst meinen Namen, wenn du auf mich fahren. Ja, aber ich hab doch gesagt, irgendein Trader müsste jetzt mal schnell rausgehen. Lal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 
Oh, anders. Du bist ein Leichenschänder, du musst böse sein. Komm her, ich mach dich platt. Du hast auf mich geschossen. Ich bin der Schuh. Nein. Jemand schießt auf mich. Ja, warum wohl, hä? Weiß ich nicht. Weißt du, vielleicht auf jemanden geschossen? Sei so, ey. Ich meine Vater Morgana. Boah. Alter, der war gut, schönes Leute. Schönes Teamwork, Tobi. Schönes Teamwork. Ich werde die Leiche so schänden, ey. Dann ciao mit Kakao. Sehr geil. Tschüss. Tschüss.